Nach der Tötung zweier israelischer Siedler ist es im Westjordanland zu schweren Ausschreitungen gekommen. Israelische SiedlerInnen steckten mehrere Häuser von PalästinenserInnen in Brand. Ich wusste nicht, wohin ich fliehen sollte. Sie haben sofort alle Straßen und Ausgänge geschlossen. Also war ich gezwungen, hier zu bleiben. Ich habe die Tür verschlossen, nachdem die Siedler gekommen waren. Sie zündeten das ganze Holz an, das ich hatte, und verbrannten das Gelände. Die Gewalttaten ereigneten sich wenige Tage nach der tödlichsten Razzia der israelischen Streitkräfte im Westjordanland seit fast 20 Jahren, bei der 11 PalästinenserInnen in der nahegelegenen Stadt Nablus getötet wurden. In einem Dorf nahe der Stadt Nablus wurde nach palästinensischen Angaben ein 37-jähriger Palästinenser erschossen. Zuvor waren zwei junge israelische Siedler an einem Kontrollpunkt in ihrem Auto durch Schüsse verletzt worden. Sie starben später im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Israels Regierung sprach von einem terroristischen palästinensischen Angriff. Das Büro des palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas beschuldigte Israel, terroristische Akte von Siedlern im Westjordanland zu schützen. Der gestrige Angriff auf die Brüder Hallel und Yagel Yaniv ist ein schrecklicher und grausamer Angriff, der uns allen zeigen sollte, dass wir uns im Krieg befinden. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der israelischen Armee und PalästinenserInnen. Zum ersten Mal seit Jahren kamen in Jordanien ranghohe VertreterInnen Israels und der PalästinenserInnen zusammen. Unter Vermittlung Jordaniens, Ägyptens und der USA wollten sie auf eine Deeskalation hinwirken. Nach einem Tag der Gespräche im benachbarten Jordanien setzten Dutzende israelische SiedlerInnen in der Nacht Häuser und Autos in der nördlichen Stadt Huwara in Brand. Nach palästinensischen Angaben wurden mehr als 350 PalästinenserInnen verletzt. Das ist das erste Mal, dass so ein heftiger Angriff von Siedlern auf Huwara stattgefunden hat. Die Anzahl der Menschen war unglaublich. Schwere Schüsse wurden auf junge Männer abgefeuert, die sich den Siedlern entgegenstellten. Rettungskräfte wurden daran gehindert, die Brände zu löschen und die Menschen zu erreichen, die in den Häusern waren. Was hier geschieht, ist die Zerstörung eines ganzen Dorfes. Geschäfte und Häuser werden zerstört und verbrannt. Häuser, in denen Menschen leben. Selbst die Bäume werden nicht verschont. Sie verbrannten alles, was sie fanden. Yoav Gallant, Verteidigungsminister in der neuen rechtsgerichteten Koalitionsregierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, sagte, er erwarte schwierige Tage und habe eine Verstärkung der Truppen angeordnet. Ich habe der IDF und der Grenzpolizei klare Anweisungen gegeben. Sie sollen auf alle Bedrohungen vorbereitet sein, indem sie ihre Aktivitäten vor Ort verstärken, um die Siedlungen und ihre Straßen zu schützen. Währenddessen forderte der palästinensische Außenminister bei einer Rede auf der 52. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf internationalen Schutz vor Israel. Das ist nicht die erste Terrorkampagne und es wird auch nicht die letzte sein. Sie wissen, dass die Palästinenser Schutz brauchen, aber sie haben sich geweigert, ihn anzubieten. In dieser Hinsicht wiederholen wir unsere Forderung nach internationalem Schutz für das palästinensische Volk vor dem israelischen Gewaltterrorismus. In Tel Aviv löste die Polizei eine Demonstration auf, bei der die Menschen ein Ende der Übergriffe auf PalästinenserInnen forderten. Ich bin zutiefst besorgt, dass die Handlungen dieser extremistischen Regierung das Land in eine Eskalation stürzen, die das Leben und die Sicherheit sowohl der Palästinenser als auch der Israelis in Gefahr bringt. Zum Wohle beider Völker muss die Besatzung beendet werden. Dieser Wahnsinn muss aufhören. Ich bin hier, weil ich schockiert über die Gewalt bin, die auf beiden Seiten stattfindet. Als Jüdin bin ich verängstigt über die Terroranschläge gegen mein Volk, aber ich bin auch angewidert und beschämt über die Gewalt gegen die Palästinenser in Huwara. Im Westjordanland leben etwa 2,9 Millionen PalästinenserInnen sowie ca. 475.000 jüdische SiedlerInnen, die in staatlich genehmigten und nach internationalem Recht illegalen Siedlungen leben. Israel hält das Westjordanland seit dem Sechstagekrieg von 1967 besetzt.